Sehr verehrte Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren Kollegen, in dieser Debatte zur Aktuellen Stunde haben die Grünen folgenden Titel gewählt: Bayern zusammenhalten, gemeinsam durch den Winter. Dieser Titel ist angesichts Ihrer Politik, die Sie als Grüne im Bund und hier schwarz-orange in unserem Freistaat veranstaltet haben, schon blanker Hohn. Schauen wir uns doch die letzten Jahre Ihrer Politik an. Sie beschwören jetzt die Gemeinsamkeit, nachdem Sie die Bevölkerung mit Ihren Impfkampagnen, ja Impflügen, gespalten haben und Nicht-Geimpfte gnadenlos ausgegrenzt, ja vielen ihre berufliche Existenz geraubt haben. Zusammenhalt, nachdem Sie hier im warmen Parlament unseren Kindern eiskalte Klassenzimmer verordnet haben. Zusammenhalt, nachdem Sie unsere Alten von ihren Angehörigen isoliert und vereinsamt haben sterben lassen. Es reicht ja schon der Blick auf dieses Jahr, um zu erkennen, was Sie alles verbärbockt haben. Gemeinsam hoffen Sie mit der Kriegslobby auf einen Siegfrieden zugunsten der Ukraine, dass dieser am Ende maximal nur auf einen grauenhaften Pyrrhus-Sieg hinauslaufen kann. Nehmen Sie gemeinsam mit dem Zwangsgebührenmedien billigend in Kauf, zur großen Zufriedenheit der Transatlantikbrücke. Ja, da besteht unter den Altparteien ein großer Zusammenhalt. Aber was der Bürger davon hält, der seine Lebenshaltungskosten nicht mehr bestreiten kann, ja, das sollen jetzt die großen Gießkannen richten. Schulden und noch mehr Schulden. Ja, ja, der neue Haushaltsplan für Bayern soll ja ohne neue Schulden klappen. Wir werden ja sehen, ob sie diesmal ohne Verfassungsbruch mit versteckten Schulden in Schattenhaushalten auskommen werden. Sie predigen jetzt Zusammenhalt, nachdem Sie unsere stabile Energiesicherheit unseres Landes zugunsten nicht grundlastfähiger regenerativer Energien zu Wucherpreisen ausgetauscht haben. Wo sind denn jetzt die großen Segnungen der Energiewende, die wir jetzt alle gemeinsam in diesem Winter genießen dürfen? Die Lösung heißt hier im grünlich regierten Bayern Härtefallfonds. Gestern im Haushaltsausschuss konnte zwar uns keiner erklären, wie das finanziert werden soll, aber wenigstens ein Gewinner steht jetzt schon fest, landen doch bis zu schlappe 10% der Hilfssummen bei einem privaten Wirtschaftsunternehmen, bei dem der Bürger als Bittsteller seine Anträge dann einreichen darf. Ja, das fördert ungemein den Zusammenhalt. Die CSU versteht es meisterhaft, bei jeder Krise die Kassen bei diversen großen Unternehmen klingeln zu lassen, während der Bürger wahlweise verfassungswidrig eingesperrt oder diesmal daheim frieren darf. Großartig, diese Gemeinsamkeit. Sie wollen Bayern zusammenhalten, dabei spürt doch jeder Normalverdiener schon genug ihren steuerlichen Würgegriff. Wer kann sich noch die eigenen vier Wände leisten? Wer ein sorgenfreies Weihnachten? Sie halten Bayern so fest zusammen, bis sie wirklich den letzten Cent aus den Bürgern herausgepresst haben. Sie fordern jetzt Zusammenhalt, nachdem sie mit Schuldenorgien für rot-grüne Luxusprojekte die Inflation immer höher treiben. Sie wollen gemeinsam durch den Winter? Da frage ich, mit wem? Mit dem Volk? Ja, bei diesem Begriff läuft es doch bei Ihnen eiskalt den Rücken herunter. Seien Sie doch ehrlich, da ist Ihnen ein gemeinsamer Sektempfang mit der Klima- oder Kriegslobby in den geheizten Chefetagen wohl um einiges lieber. Bayern zusammenhalten, gemeinsam durch den Winter! So klingt das schon fast nach einer Durchhalteparole. Allerdings sind es noch vier Winter. Dann kommt endlich das begehrte Gas von unseren so geschätzten Regenbogenfreunden aus Katar. Wobei die versprochene Menge gerade mal für geschätzte 3% des Verbrauchs reicht. Aber vielleicht haben Sie bis dahin gemeinsam zusammen mit der Klimalobby unser Land so weit heruntergewirtschaftet, dass wir auch gar nicht mehr Gas benötigen. Vielleicht ist ja das Habecks weitsichtiger Masterplan. Ich komme damit zum Ende. Sie können keinen Zusammenhalt erzwingen, noch Gemeinsamkeiten herbeimoralisieren, solange Sie Politik für die internationalen Großkonzerne betreiben. Machen Sie einfach Politik für das Volk. Dann brauchen auch Sie, Frau Schulze, auch keine schrillen Moralkonzerte. Die ehrliche Lösung ist so einfach wie schlicht. Beenden Sie die völlig sinnlosen Wirtschaftssanktionen, und zwar am besten alle, die Sie weltweit gegen andere Nationen verhängt haben. Wirtschaftssanktionen haben bisher nie zu den gewünschten Ergebnissen geführt, sondern nur Elend und Leid verursacht. Und öffnen Sie endlich Nord Stream 2.
Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass sämtliche Corona-Beschränkungen beendet werden müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.